Hallo, herzlich willkommen. Ihr seid wieder richtig hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute machen wir weiter in unserer Serie Produkte für kleine Konten. Und nachdem wir uns ja jetzt schon die Währungen und auch die Energiemärkte angeschaut haben, schauen wir heute mal auf die Indizes, also DAX, S&P und Co. für kleine Konten. Ich selber handle ja sehr, sehr gerne Future-Optionen und das natürlich auch auf die Indizes. Wobei bei den Indizes gibt es gar nicht so wahnsinnig viel handelbare Future-Optionen. Also ich persönlich handle zum Beispiel am allermeisten immer den S&P 500 bzw. die E-Mini-Future-Optionen. Ich blende euch das hier auch mal ein, da seht ihr den Verlauf. S&P Mini, ne, das ist so der bekannteste, den es gibt. Und hier ergibt sich aber natürlich gerade für Inhaber kleinerer Konten immer ein Problem. Und zwar, der S&P steht ja momentan so bei roundabout 2200 Punkten. Und bei den E-Mini-Optionen ist jeder Punkt, genau wie im Future, $50 wert. Und das bedeutet natürlich, dass dieser ganze Kontrakt einen Wert von 110.000 Dollar hat. Wenn du jetzt ein Konto hast, was vielleicht bloß 5.000 oder 10.000 Euro groß ist, dann ist das im Verhältnis sehr, sehr viel. Und das macht sich vor allem an der Margin bemerkbar. Das heißt, wenn du also jetzt beispielsweise einen Put oder einen Call auf den E-Mini verkaufst, dann musst du sehr häufig eine Margin von 6.000, manchmal 7.000 Euro bzw. Dollar hinterlegen, um diese Option überhaupt handeln zu können. Und wenn du halt ein kleines Konto hast, dann übersteigt das in der Regel schon deine Möglichkeiten, die du dabei hast. Jetzt gibt es natürlich immer die Variante, dass man sagt, okay, ich mache einen Spread, einen sogenannten vertikalen Spread. Also das heißt, du verkaufst eine Option und kaufst eine tiefer liegende Option bei den Puts, um das Ganze von der Margin her zu reduzieren und auch von der Prämie her zu reduzieren. Es ist aber wieder so eben doppelter Aufwand von den Kommissionen, ein bisschen schwerer zu rollen. Und deswegen gibt es für kleinere Konten eigentlich bessere Produkte. Und gerade beim S&P gibt es eins, und zwar, das ist der sogenannte Spider-Symbol SPY. Du siehst hier mal einen Chart des Spiders eingeblendet und ich habe ja extra mal das Volumen mit darunter genommen. Du siehst also hier, hier werden teilweise in diesem ETF selbst, das ist einer der liquidesten ETFs, den es auf der Welt gibt, da werden an manchen Tagen 50, 60, 70 Millionen Stück gehandelt und so entsprechend ist auch der Umsatz in den Optionen. Das heißt, der ist nicht nur, sondern der ist 1,5, 2 Millionen Optionen am Tag, also mega liquide. Und was ist jetzt das Besondere? Wenn du mal auf den Preis schaust, dann siehst du, dass der ungefähr ein Zehntel des E-Mini beträgt. Denn der Spider ist genau ein Zehntel des S&P 500. Und das bedeutet natürlich, dass eben der komplette Kontrakt viel weniger wert ist. Du weißt, es ist eine ETF-Option. ETF-Optionen, genau wie Aktienoptionen, haben ein Bezugsverhältnis von 1:100. Und das bedeutet eben, wenn der jetzt, sagen wir, bei 220 Dollar steht, dass der gesamte Kontrakt in einer Option, zieht sich ja auf 100 Stück, 22.000 Dollar ist. Und das bedeutet eben, das kannst du auch in einem kleineren Konto handeln. Und das siehst du auch schon an der Margin. Die Margin liegt eben hier so zwischen 1.500 und 2.000 Dollar, was eben sehr, sehr wenig ist im Verhältnis zur großen. Die Prämieneinnahmen sind natürlich auch geringer, aber hey, das musst du eben akzeptieren. Wenn du ein kleineres Konto handelst, dann kannst du eben in einem kleineren Konto lieber den Spider handeln, als eben zum Beispiel den ES, die Future-Optionen. So, natürlich dann auch mit allen Regeln, die für Aktienoptionen gelten. Das heißt also beim Gewinn 50% zurückkaufen, so optimale Laufzeit um die 45 Tage, wenn möglich eine IVR, also eine Implied Volatility Rank, von über 40, wobei wir wissen, dass bei Aktienoptionen geht das ja meist nur, wenn es nach unten geht. Jetzt gibt es solche ETFs wie hier den Spider, aber nicht nur auf den S&P 500, sondern die gibt es auch noch auf andere Werte. Wenn du also zum Beispiel gern den Russell 2000 handelst, den Nebenwerteindex, ne? 2000 Nebenwerte enthalten, sehr, sehr schöner Index, bewegt sich auch ganz gut, dann kannst du das zum Beispiel mit dem ETF IWM umsetzen. Auch hier mal ein Chart dazu. Du siehst auch hier, von den Prämien her passt das. Also wie eine teure Aktie oder eine leidlich teure Aktie, sodass du auch hier gute Prämien bekommst.
das gut umsetzen lässt, aber eben auch das Ganze noch für ein kleines Konto gut handelbar ist. Wenn du sagst, ich möchte lieber Technologieaktien handeln, dann kannst du das Ganze machen mit zum Beispiel dem QQQ, die Qs. Und die Qs, das ist jetzt nicht die Mehrzahl derjenigen, die für James Bond immer die neuen Autos bauen. Ne? Der heißt auch immer Q. Also die Qs sind nicht mehr von dem, sondern auch das ist ein ETF, siehst du auch hier im Chart, wo der Nasdaq 100 umgesetzt ist. Kann man auch sehr schön handeln, super liquide und wird wirklich wahnsinnig viel gehandelt, also mit Hunderttausenden von Optionen am Tag, sodass du da ganz enge Spreads hast, also eine ganz tolle Möglichkeit, das Ganze umzusetzen. Viel, viel besser als beispielsweise die Future-Optionen, den NQ zu handeln. So, jetzt wird vielleicht der ein oder andere fragen, gibt es denn sowas nicht auch für den DAX? Ne? Weil auch beim DAX haben wir ja das Problem, dass der DAX relativ teuer ist. DAX gibt es nur Indexoptionen, da gibt es keine Future-Optionen, die beziehen sich also auf den Index. Aber wenn wir jetzt mal, und jetzt lasst mich bitte einfach rechnen, sagen, der DAX ist bei 11.000, ich weiß, er ist 500 Punkte höher, aber der ist bei 11.000. Jeder Punkt einer Indexoption sind trotzdem 5 Euro, dann sind das trotzdem 55.000 Euro, die so eine Option an Wert darstellt. Und auch das ist wieder relativ viel, auch da ist die Margin-Anforderung oftmals etwas zu hoch. Es gibt auch einen ETF, da habe ich dir auch einen Chart hier mitgebracht, und zwar ist das der EWG, also auch ein ETF aus den USA, EWG. Der stellt den DAX dar, aber, und da kommt jetzt das große Aber, gibt zwei Punkte, die mir nicht gefallen. Erstens, er ist zu billig. Wenn du auf den Preis schaust, da bekommst du keine vernünftige Prämie, weil der repräsentiert keinen großen Wert. Und zum anderen, und das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, da gehen am Tag nur ein paar hundert Optionen um. Das heißt also, was passiert immer, wenn wenig Liquidität da ist, du hast relativ große Spreads. Und wenn du dann eben eine Option hast, wo du sagst, okay, hier könnte ich theoretisch $30 bekommen, die hat aber einen Spread von 5 Cent auf 40 Cent, naja, wo willst du das handeln? Ne? Im Gegensatz zum Spider, bei den Optionen hast du einen Spread von einem Cent, also quasi keinen Spread. So, und deswegen muss man einfach so sagen, hey, wenn du ein kleines Konto hast, dann kannst du den DAX aus meiner Sicht heraus, wenn, dann nur mit vertikalen Spreads handeln oder aber eben, du lässt es. Ne? Und das ist ja auch manchmal so, dass man es akzeptieren muss. Man sagt, wenn es nicht geht in meinem Konto, muss ich eben warten, bis das Konto eine gewisse Größe hat. Und wie gesagt, ich habe mit DAX-Optionen angefangen zu handeln mit einem Konto von weit über 25.000 Euro. Vielleicht ab 30.000, 40.000 Euro würde ich DAX-Optionen handeln, weil der DAX natürlich auch sich viel, viel schneller bewegt als beispielsweise jetzt der S&P. Und deswegen ist es gar nicht so gut, den gleich am Anfang mit zu handeln. Okay. Jetzt haben wir also Währungen, Energie und Indizes. Und beim nächsten Mal schauen wir dann noch, was gibt es denn bei den Bondmärkten, das heißt bei den Zinsen. Und dann haben wir ja vielleicht auch noch die Rohstoffe und dann sogar noch ein paar einzelne Sektoren. Das heißt, wir werden hier noch ein paar Produkte finden für kleine Konten. Das gibt es aber alles in späteren Videos. Und deswegen am Ende wie immer meine Bitte, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Ideen habt, Anregungen habt, dann schreibt mir die hier unten in die Kommentare rein. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Euch bis dahin viel Erfolg. Servus, macht's gut. Bye, bye.